Und damit willkommen zurück zu Gabriel Knight 2, ach nein, zu Markus Ritter. Wir hatten in der letzten Episode das Grab der Marie Ritter gefunden und eine Vision oder eine Erinnerung, wahlweise was auch immer, dass sie sich gegen ihren Mann wenden musste damals, da er von einem Dämon besessen war. Und danach ist sie wahrscheinlich umgekommen. Als wir zu Hause waren und darüber nachgedacht haben, dass wir vielleicht Markus Ritter genannt wurden und einen Brief erhalten hatten dazu, wurde dieser gleich geöffnet und ein Schlüssel sollte uns den Weg jetzt öffnen, ja, zu Erkenntnissen. Das bedeutet, wir gehen Richtung Erkenntnisse und gehen zu diesem dezenten Kreuz. Was ein normales Haus ist mit seltsamen Gartenzwergen. Ich frage mich immer noch, wie er sich bewegt. Öffis, Auto. Obwohl wir Geld haben für ein Auto. So, was haben wir denn hier? Als ob das Ganze nicht schon unheimlich genug wäre. Jetzt auch noch Gartenzwerge? Ja, ich denke da immer noch an Gänsehaut und diese komischen Gartenzwerge. Es ist der Spaß. Scheint sich länger niemand mehr darum gekümmert zu haben. Ja, also das sieht noch okay aus, das sieht noch okay aus und die Mülltonnen sind auch nicht übervoll. Also, was man sagen, so schlimm das ist nicht. Das muss es sein. Das muss es. Scheint sich länger. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Hier sieht es wieder bewohnt aus. Sicherheit zuerst. Ja, das ist nochmal noch sicher und frisch. Perfekt zum Wegkarren von Leichen. Oder Blättern. Also so lang kann es nicht her sein. Die paar Blätter, die sie hingestreut haben, ist nicht viel. Dafür sieht der Rest aber ohne viel Unkraut aus. Also es ist okay. So, was haben wir denn hier? Schicke Halsbänder. Zaumzeug. Schicke Halsbänder. Lichtschalter. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Nur Ramsch. Nur Ramsch. Ich finde gerade einen Sprenger was. Nur Ramsch. Ich glaube, die Box ist schon interessant. Da wäre ich vorsichtig, wenn die einfach nur so rumliegt. Pferdeboxen. Achso, können wir hier hochgehen? Oh Gott, das sind ein Haufen Screens, das ist vieles. Langsam bekomme ich Hunger. Aus denen könnte man eine schöne Bank für draußen bauen. Habe ich mal in einer Zeitschrift gelesen. Hier ist alles, um jemanden verschwinden zu lassen. Hallo, neue Zwischenwand. Und dann miaut die Katze und weist darauf hin, wo die Frau ist. So, ich würde gerne noch zurückgehen und die Seite hier. Nee, geht nicht. Okay, ist die Rückseite. Ja, Bäume. Was sagt mir das? Der Himmel verdunkelt sich langsam. Ach, das sagt's mir. Gut. Ist auch Mauern hoch. Holz. Hier bin ich richtig. Sollte ich ein Feuer machen wollen. Und ein Karton. Holz. Auch einiges an Holz. Und wie gesagt, es gibt Sachen, die deutlich schlimmer aussehen. Scheint nichts Interessantes hier zu sein. Mischer und alles. Wo ist das Zurückgehen gerade? Hier. Okay, ich komme hier nur in den Screen. Ach, warte mal, was ist denn das hier? Ein Hammer. Gut, der Hammer könnte wichtig werden. Wenn wir hier hochgehen, würde er das tun? Er geht echt in dem Haus einfach hoch. Die Treppe wackelt sogar beim Zusehen. Der Dachboden hier. Keinen falschen Schritt. Ja, und hoffen, dass hier alles gut hält. Na dann. Und da ist sie. Die Truhe des Vergessens. Und das ist Fenster. Wir gehen runter zum Eingang des Hauses. Sowas hier oben aufgehangen. Nichts. Auch keine Tierchen, die sich hier. Ein paar Waschbären oder ähnliches. Gelurks, was sich hier gerne verschanzt? Nö. Verdammt. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Er hat hier sicher irgendwo den Schlüssel dazu versteckt. Ich bin mir sicher. Schlüssel. Moment.
Können wir mal ganz kurz reden. Haben wir jetzt den Schlüssel überhaupt gebraucht, den hier? Verdammt. Okay, irgendwo ist der Schlüssel versteckt. Gut. Das heißt, wir müssen alles nochmal abgehen. Hier sieht man rund. Okay, ich würde erstmal sagen, da wir hier gerade eine Sackgasse sind. Nein, nein. Ach Gott, ich wollte nicht hoch. Ich dachte, ich gehe damit zurück. Kann man das irgendwie abbrechen? Rechtsklick, Linksklick, Mittelklick, Durchklick, Überblick, Klick. Okay, also wir haben schon. Oh Gott, ich hätte es schon fast wieder gemacht. Und zwar, wir gehen das mal ganz zum Eingang, genau. Hier sollte der Schlüssel. Dann nehmen wir doch den mal und gucken mal rein. Versteckt über den Schlüssel von drinnen schon dagegen. So ewiger kann es also nicht sein, wenn einer einen Schlüssel drin hat. Das sieht nicht, also komm, bei hier drin sieht das auch gut aus. Das könnte Frau Schmidt gefallen. Wie schlimm ist es da? Nur ein Topf. Aber im Eis scheint etwas eingefroren zu sein. Wenn dieser Topf tiefgefroren ist, wisst ihr, wie scheiße kalt der ist, wenn ihr das anfasst? Da ist nichts wichtig. Nicht das neueste Modell. Nein. Rotkäppchen. Und Aluhol? Eine Köstlichkeit in vielen Farben. Und vor allem sehr, sehr schlecht aufgenommen. Okay, ist ein bisschen älter. Ist wahrscheinlich österreichisches Bier. Und Wein. Noch mehr Alkohol. Nein, nicht mal ein kurzer Blick. Flasche 19. Moment, was sind das für... Das ist... Na gut, doch, sehr Wein, nicht Bier. Ich nehme es zurück. Außer hier der Grundkurvenverschluss. Wer weiß, was das ist. So, ein interessanter Ofen, diesen Holz an der Seite. Teetrinker. Ja, Wasserkocher. Wie wäre es mit einem Wasserkocher zum Beispiel? Achso, wir können... Oder wir setzen einfach den Topf auf den Herd. Nichts. Keiner funktioniert. Scheint wohl kaputt zu sein. Also Strom kann es nicht sein, weil... Das sieht mit Stecker aus auf jeden Fall. Gut, was gibt's noch hier? Klein, aber fein. Hauptsache, er macht das Geschirr sauber. Wer verlässt sein Haus und lässt alle Geräte am Strom angeschlossen? Das ist eine gute Frage. Okay, das sieht schon ein bisschen älter aus. Danke. Aber ich muss mich schon zwingen, das zu Hause zu machen. Warum sollte ich es also hier tun? Hm. Das ist sogar für meine Verhältnisse. Ich brauche Holz. Da wissen wir, wo wir es herkriegen. Auch die ist stehen geblieben. Diese Vorrichtung soll wohl die Heizung darstellen. Okay, da hätte ich wirklich ein bisschen Angst. Das sieht alles sehr... Das mag ich eher, wenn es verkleidet ist. Das muss nicht so alles offen sein. So, also wir gehen mal zurück ein paar Schritte. Wir wissen, Holz ist also eine Sache. Auch wenn ich mich jetzt hinlege. Ich könnte sowieso nicht schlafen. Tja, der Schlüssel bis neu Hausherr. Interessantes Modell. Aber Hauptsache, sie funktioniert. Danke. Nein, danke. Halligalli. Hey, das Spiel hatte ich auch in der Volksschule. Ich war richtig gut. So. Komplette Anlage und Schallplattenspieler. Noch mehr Alkohol. Nette Sammlung an Likören. Aber schon etwas abgestanden. Man sieht, dass sich der Alkohol abgesetzt hat. Ach komm, das ist doch alles noch ganz okay. Also hier ist es nicht... Lass das Haus mal ein paar Wochen verlassen sein. Das ist doch nicht monatelang. Immer die Untersetzer benutzen, dann bleiben die Möbel länger erhalten. Wenn man meiner Großmutter Glauben schenken darf. Ach ja, und die Ellenbogen vom Tisch, sonst gibt's Ärger. Nicht unbedingt mein Geschmack. Die Musik? Nee, ich glaube auch nicht. Nicht um. Aber sehr okay. Ob die wohl teuer war? Hm. Die Uhr steht auch zu einem Zeitpunkt. So, ja, so eine Ecke. Nope, leer. Nicht so mein Stil.
So sieht mein Teller aus, wenn ich Ketchup esse. Schön. Wäre das ein Computerspiel, würde ich da... Ja, ich würde das Ding nehmen, zerschlagen, gucken, was drin Lehrer ist. Lehrer geht es nicht. Nett. Okay, also, wir fassen mal zusammen. Können wir sonst noch irgendwas machen, wenn wir hier... Ne, es geht immer zurück. Wir brauchen Holz. Holzi, Holzi, Holz. Also gehen wir ganz hinter. Holz. Hier bin ich richtig. Holz. Hier bin ich richtig. Sollte ich ein Feuer... Ja, du brauchst doch Holz für den Ofen. Also könntest du doch jetzt zum Beispiel Holz organisieren. Ein Hammer. Und du willst es nicht tun. Okay, ich habe es verstanden. Habe ich das Item hier? Ja. Kann ich das Item hier kombinieren mit dem Hammer? Ein Hammer. Hammer's bald. Dann diese beiden. Okay, sollte ich vielleicht den irgendwo abstellen? Nur ran. Okay, er will damit nichts machen. Wir gehen nochmal zurück. Nö, okay. Dann müssen wir hier arbeiten. Kann ich einfach den Topf schon mal hinstellen? Ich brauche. Er sagt, er braucht Holz. Aber wenn ich zum Holz gehe, sagt er, ich weiß, dass hier Holz ist, falls ich es mal benötige. Genauso könnte man natürlich jetzt auch mal hier die Sicherungskästen irgendwo durchgucken, die bestimmt nicht ewig weit sind. Wir gucken nochmal hier diese an. Aber es ist, glaube ich, alles nur ein Interaktionspunkt. Okay, geh mal raus. Achso, Moment, das ist ja eine zweite Tür. Seht ihr das? Moment. Hier. Aber die ist irrelevant. Gut. Die ist irrelevant. Dafür habe ich... Ich glaube, oben, da brauchen wir nicht hingehen, weil das ist ja nur... Aus denen könnte man eine... Aber warum nimmt er denn jetzt nicht das Holz? Ich meine, du brauchst jetzt auch nicht... Hier ist alles um jemanden verschwinden. Du brauchst jetzt auch nicht 10 Kilo Holz. Es reicht, wenn du ein paar hast, was mal anfeuern. Holz. 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 Ach, das vordere, nicht das hintere. Entschuldigung. How dare I? Und er achtet, es ist sogar eine Axt. Ach so. Vor allem hat jetzt das eine Holzstück an der Seite gespalten, um was Kleines zu halten. Das Restding ist immer noch groß. Da hat jemand auch nicht so häufig Holz gehackt. Weil es ziehst ja eigentlich nicht durch. Du haust einmal Club drauf und dann drehst du es um und haust einmal zurück. Damit kannst du nämlich das besser spalten. Einfacher. Na gut. Okay. Also, wir gehen hier rein. Haben jetzt Holzi, Holzi, Holz. Sogar Feuerwolle noch. Ja, wir nehmen den Topf und stellen hier oben drauf. Ein Schlüssel. Au. Heiß. Benita Handschuhe. Klaff, 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 klaff. Ja, oder? Oh, Küchenhandtuch geht auch. Also komm. Ernsthaft, wir müssen jetzt. Da oben, da. Hier. Nein. Doch. Da ist nichts. Oh Gott. Markus, hier, streng dich an. Nimm das dreimal übereinander, da hast du auch eine gewisse Hitzeabwehr. Oder nimm dir ein Besteck, was auch immer, raus, Utensilien, um das rauszuschöpfen. Ist ja auch okay. Aber, ach komm, lass doch da jetzt nichts an so einem Rätsel scheitern.
Habe ich hier irgendwie Besteckkasten? Nein. Das Eis ist komplett geschmolzen. Jetzt kann ich... Ah! Idiot! Entschuldigt. Ist das cool. Und haben wir den jetzt echt gekriegt? Das hat funktioniert? Schlüssel. Aber... Also, Moment. Haben wir das jetzt geschafft oder haben wir es nicht geschafft? Diese Vor... Da steht Schlüssel... Ich glaube, wir haben es geschafft damit. Dann lasst uns mal dahin gehen, wo der Schlüssel gebraucht wird. Oh Gott, ist der Typ. Ich hätte nicht gedacht, dass er echt nochmal reingreift. Und der Moment merkt schon, dass außen heiß ist. Aber hey. So. Wir gehen vorwärts. Wir gehen zur Truhe. Wir haben wirklich den Schlüssel. Er hat es wirklich rausgeholt. Das ist ja auch mit Löffelmark und irgendwas. Vollkommen egal. Er passt. Okay, Markus. Du bist bereit. Du schaffst das. Darin liegt ein Buch. Das ist mein Wild Guess. Riesentruhe mit wenig Inhalt. Das ist das Tagebuch. Tagebuch von Winchesters, dem Vati. Markus, wenn du dieses Buch in den Händen hältst, bedeutet das wohl, dass ich tot bin. Ich habe hier drinnen all mein Wissen festgehalten. Du musst die Wahrheit über unsere Familie erfahren. Über deine Familie. Markus, du bist ein direkter Nachfahre der Familie Ritter. Doch die Lage ist ernster, als ich dachte. Und auch wenn ich es verhindern wollte, du musst nun dem Ruf folgen. Unsere Familie hatte von jeher die Aufgabe, die Welt vor den Schatten zu beschützen. Ich weiß nicht, ob du ohne Ausbildung eine Chance hast. Ich sehe nun ein, dass es ein Fehler war, dich aus allem rauszuhalten. Ja, ich glaube wirklich, dass es keiner von uns kann seinem Schicksal entkommen. Aber du musst nun schnell lernen. Ich lege dir hier das Familienamulett bei. Es ist unser einziger Schutz. Solange du ihn trägst, können dir die Schatten keinen Schaden zufügen. Mehr kann ich leider nicht mehr für dich tun. Scheiße. Nur Sand. Nur Sand in meiner Hand. Danke fürs Spielen. Ich sag nur Cosplay, okay. Guck mal, schon zwei Leute nur. Besetzung, Michael Kossmann als Markus Ritter. Just Away Kitty als Marie. Soundtrack. Mit einer guten Flasche Wein entspannen, nur das kriegt man doch jetzt noch hin als letztes. Das war, glaube ich, Champagner gerade, aber egal. Auch Schaumwein, oder? Ich glaube, da... Nicht schlecht. Das Wappen der Familie Ritter, denke ich nur. Das war ja auch so ein riesen Ding gewesen, so ein riesen Klotz, was der immer hatte. Auch wenn ich mich jetzt... Der gute Gabriel Knight. Können wir uns hier irgendwas hinsetzen? Nett. Wäre das ein... Oder soll ich jetzt einfach nur ein Glas finden? Ist das jetzt gerade die Idee dahinter? Hier ist ein Gläser. Wir gucken nochmal nach Gläsern. Tee trinken. Ja, du kannst ja... Oder ist jetzt Flaschenöffner eher das Problem? Ich weiß gerade nicht, was er sucht. Ich weiß nicht, ich weiß noch, wo der Hammer ist, aber... Mit einer guten Flasche Wein entspannen. Was in der Küche? Also sollten da Küchenutensilien doch eigentlich die wichtigsten zu finden sein. Und wenn es ein Flaschenöffner ist, Korkenzieher, also Korkenzieher wahrscheinlich eher bei der Flasche, die wir haben. Ich weiß nicht genau. Oder reicht ihm das, dass ich jetzt einfach einen schönen Ort finde, wo er entspannen kann?
Ich will nicht rausgehen. Alles klar. Bleib mal schön drin. Ach. Ah, ich verstehe. Oh, die Musik. Was ist schon eingegossen? Tja, Marcus ist also ein Nachfahre der Familie Ritter. Was werden wir noch über diese altehrwürdige Familie erfahren? Und wird Marcus seiner Rolle gerecht werden? Vielen Dank für die Kickstarter-Kampagne. Wir werden uns bald wiedersehen. Wir freuen uns darauf. Thank you and look forward. Okay. Damit sind wir einmal durch und ich denke, ich werde mir das Hauptspiel jetzt auch mal, ich glaube nicht mal antun, sondern ich werde es auch genießen. Schon interessant gemacht das Ganze. Man sieht die Parallelen zu Gabriel Knight 2, aber sowas von. Ist aber für ein kleines Projekt eigentlich ganz gut gemacht. Klar, es ist die Kamera, die Videoqualität, Schauspielerei, vielleicht wären mehr Text ein bisschen gut gewesen, vielleicht auch ein paar Blenden schneller durchführen. Aber es ist eigentlich vieles dabei. Also schon interessant auf jeden Fall gemacht und ich bin sehr gespannt, ob da noch was draus wird und ob man noch mehr Parallelen erkennt. Wie gesagt, die Kickstarter-Kampagne hat ja geglückt, das heißt, das Spiel ist durch und bin mal gespannt, wie lange es ist. Also, dann sehen wir uns wahrscheinlich zum Hauptspiel. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss.